Der sieht total assi aus. Jetzt guck dir den doch mal an. Der ist nicht kantig genug für die Mehrheit. Der ist ein Oberschuldig. Der macht so ein Mittelschuldig. Mein Bauch ist ganz okay, aber den Rest, nee. Gucken wir überhaupt nicht. Ja, also wenn ich jetzt einen Freund habe und, keine Ahnung, wir sind irgendwie alleine zu Hause und wir werden miteinander schlafen, dann würde das meine Mutter wahrscheinlich wissen. Also ich würde dir das erzählen. Aber ich würde dir jetzt nicht so viel erzählen wie einer Freundin. Ich glaube, eine Freundin, die würde dann eher sowas fragen wie, wie war es denn? Hattest du Spaß? Weiß nicht, war es gut? Ich rede nicht so viel darüber mit meiner Mutter, weil die ist eher eine Mutter für mich und nicht so eine Freundin. Ich finde das auch unangenehm, das gegenüber zu erzählen. Und irgendwie, weil auch, sie will das auch, glaube ich, gar nicht wissen, was ich jetzt alles mache. Also ich bin nicht die Freundin meiner Tochter, ich bin die Mutter und meine Rolle in dem Verhältnis zu meiner Tochter ist eine ganz andere als die der Freundin. Also Verhütung ganz klar, finde ich, ist auf jeden Fall, muss angesprochen werden. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, Richtung Sexualität, finde ich, ist Privatsphäre und sollte so respektiert werden, genauso wie ich ja möchte, dass es auch jetzt von ihr respektiert wird und sie auch nicht über alles über mein Sexualleben wissen muss. Ich glaube, beim Sex erwischt zu werden, wäre das Peinlichste, was es gibt. Das wäre mir auch. Wenn einfach einer reinplatzt. Oder wenn die was hören würden. Das wäre noch peinlicher. Das wäre noch peinlicher. Und wenn dann so Kommentare fallen würden. Oh, nee. So Andeutungen immer. Ja, ja, genau. Die hatte noch nie was, noch nie. Ich glaube, die spielen nur zusammen UNO, inzwischen seit 9 Jahren auch. So, und gehen zusammen ins Kino und so. Mehr machen die nicht. Ganz bestimmt nicht, bin ich ganz sicher. Ja. Ich meine, wenn es den Kindern schon peinlich ist, wenn wir mittanzen in der Disco, ich meine, dann ist es doch noch mal viel peinlicher, wenn jetzt die Mutter anfängt, über Geschlechtsverkehr zu sprechen oder vulgäre Wörter in den Mund zu nehmen. Das ist Kindern peinlich. Wenn die Mütter hören und mitkriegen und fühlen, da wird jetzt diese aufkeimende Sexualität, diese Lebendigkeit, diese Weiblichkeit und das Mädchen genießt ihre Sexualität, dann bekommt die Mutter eben den Spiegel vor. Erstens, wie war das für dich? Zweitens, wie ist es für dich heute? Die Zeiten haben sich geändert, durften die Mütter das früher? Da kommt vielleicht auch sowas wie Neid auf, vielleicht so Konkurrenzgefühle. Die Käppi auch. So. Ich möchte nicht wissen, wann meine Eltern Sex haben oder wie sie Sex haben. Das sind so Sachen, die brauche ich mir nicht vorstellen, die brauche ich nicht wissen. Aber dass sie Sex hatten, ist ja logisch, sonst wäre ich ja nicht da. So, weil dann hat man auch so ein Bild im Kopf und dann ist das alles so... Ich weiß auch nicht. Also es war auch nicht so, dass es tabuisiert war, aber ich würde schon sagen, dass meine Eltern beide sehr aus einem sehr konservativen, eher prüden Elternhaus stammen und trotzdem war es kein Tabuthema, aber es wurde nicht thematisiert. Wir wussten natürlich, da wir 3 Kinder waren, haben wir gedacht, naja, 3-mal können sie jetzt ich nicht, ne? verleugnen so, aber ansonsten haben wir gedacht, haben die natürlich nie was miteinander gehabt. Da waren wir auch heilfroh, dass bei denen nichts gelaufen ist so. Also wir haben nie was mitgekriegt und sie haben auch nie darüber geredet und auch das fanden wir natürlich wirklich total nett von ihnen, dass sie uns damit nicht irgendwie behelligt haben. Wir können natürlich auch nur unseren Kindern das weitergeben, was wir gelernt haben. Also der Standpunkt und unsere Einstellung dazu ist ja sowas Überliefertes oder was Erlerntes. Also ich glaube, wir erziehen am Ende auch in anderen Fragen die Kinder genau so, wie wir erzogen worden sind. Es wäre eine absolute Grenzüberschreitung, wenn die Mutter sich mit der Tochter über ihre Sexualität austauscht. Damit würde die Mutter die Tochter erhöhen und die Tochter würde in eine absolute Überforderung kommen. Das geht umgekehrt, geht's noch, dass die Tochter der Mutter auch mal ein Detail erzählt oder auch mal fragt. Das ist so ein bisschen persönlich. Aber wenn die Mutter die den Weg sozusagen umdreht, dann ist es ganz, ganz schwierig. Bin ich nicht, will ich nicht sein, war nie mein Anspruch, beste Freundin zu sein. Also meine Rolle ist eine ganz andere im Verhältnis zu meiner Tochter. Ich glaube, wenn man die beste Freundin wird, dann ist man so nachgiebig mit dem Gegenüber. Also ich muss als Mutter Grenzen setzen, ich muss ihr eine Struktur geben, sie muss sich an mir orientieren. Und die Freundinnen möchten gerne gefallen und die möchten irgendwie zusammen Spaß haben und nicht anecken. Bei meiner Mutter, da erwähne ich das vielleicht nur, dass ich halt zum Beispiel mit einem Typ geschlafen habe. Aber wenn ich jetzt mit Katja drüber reden würde, dann würde ich ihr vielleicht
mehr detailliert erzählen, wie sie eben schon gesagt hat, wie es dazu gekommen ist von mir aus. So eine Mutter ist halt da, die sorgt sich um dich und die ist da, wenn es dir schlecht geht, die ist da, wenn es dir gut geht, die macht alles, was, weiß nicht, was mit der Schule zu tun hat, hilft dir, die geht mit dir zum Arzt. Und die hat halt die Mutterrolle. Wenn die Mutter sehr stabil ist, sehr gefestigt mit ihrer eigenen Lust, ihrer eigenen Sexualität und ihrer Position als Frau, aber auch als Mutter, dann kann sie weiterhin in dieser mütterlichen Art kommunizieren. Ist total klar, es sind keine Freundinnen. Also es ist sehr gesund, wenn Mütter und Töchter nicht auf eine Freundinnen-Ebene rutschen. Das wäre ja auch ganz schlimm, weil dann hätte die Tochter keine Mutter mehr. Das ist ja die Mama, die weiß ja am Ende sowieso alles. Weil die merken ja sowieso alles. Ja, gut, das ist Spaß. Hi. Warum? Weil du einfach gerne.